Hallo, schauen wir uns in diesem Teil die Built-in-Prädikate für Arithmetik an und dazu noch ein paar Beispiele. Na, zunächst aber durch den Prolog-Interpreter werden die Built-in-Prädikate definiert und das gelingt meist schneller, als wenn man solche Prädikate selbst definiert. Na, schauen wir uns das Ganze an anhand des Vergleichens von arithmetischen Ausdrücken. X ist y. Da kommt yes heraus, wenn y arithmetischer Ausdruck ist und mit x unifiziert werden kann. Also Beispiele x ist 4, beziehungsweise schauen wir uns das Ganze mal einfach hier unten an. Also x gleich 4, beziehungsweise ist 4, Punkt, x ist 4. Was passiert, wenn wir schreiben x ist 4 plus 5 mal 3, x ist 19. Und 4 ist 2 plus 2. Na, den Punkt nicht vergessen. Okay, jetzt muss ich nochmal schreiben. Punkt ist true, beziehungsweise yes. Und wenn wir das Ganze hier mit einem Atom vergleichen, dann kommt ein Fehler heraus. So eine Art Arithmetic Exception. Klappt also wunderbar. Und achten Sie darauf, ein ist gleich bedeutet Unifikation und ist etwas komplett anderes als dieses ist hier. Und das schauen wir uns jetzt an. Anhand eines Beispiels, was gleich folgt. Zunächst will ich aber nochmal was anderes zeigen. Sie können das hier auch kombinieren. Ja, z ist x mal y. Den Punkt nicht vergessen. Dann kommen wir hier raus. X ist 3, y ist 4 und z die Multiplikation quasi aus den beiden. Ah, jetzt, wie gesagt, schauen wir uns mal die Unifikation an. Was passiert, wenn wir sowas haben und x soll dann in y fließen? Ja, das geht auch wunderbar. Zunächst werden 3 und 4 x zugewiesen und y errechnet dann das, was in x quasi steht. Eigentlich sehr einfach und trivial. Na, schauen wir mal an, was passiert, wenn wir die beiden hier vergleichen. Also x größer als y, Error. Okay, also vorher nochmal schnell. X ist 5, y einfach mal ein bisschen kleiner. Und x größer y, Punkt. Ja, und dann kann man natürlich auch noch das Ganze andersrum haben. X kleiner als y, größer kennen Sie ja schon. Dann gibt es noch kleiner gleich, größer gleich und so weiter und so fort. Schauen wir uns dazu mal ein paar Beispiele an. 4 kleiner 5, das ist wahr. 2 plus 3 kleiner als 2 plus 3. Ja, ist auch wahr. A kleiner b, gut, bekommen wir wieder Fehler, weil a und b nicht definiert sind. Und was gibt es noch so an Prädikaten? Das ist hier erstmal das hier und überprüft die arithmetische Gleichheit. Wir haben im Umkehrschluss das dann hier als arithmetische Ungleichheit. Also das hier wirklich nur die Basics, wie sie hier mit Operatoren umgehen. In der Beispielsektion dann noch ein paar einzelne Beispiele dazu, die das besser veranschaulichen. So viel dann zu den Built-in-Prädikaten für Arithmetik. Okay?